Hallo und ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier im Asklepios Westklinikum Hamburg in Rissen, genauer gesagt in der Urologie. Mit diesem Video möchten wir Sie umfassend über ein ganz wichtiges medizinisches Thema informieren. Und zwar geht es bei uns heute um gutartige und bösartige Prostataerkrankungen. Wahrscheinlich sind einige von Ihnen, die jetzt zuschauen, betroffen. Und wir werden uns bemühen, umfassend Sie aufzuklären. Ich begrüße zu diesem Zweck ganz herzlich an meiner Seite heute Dr. Tobias Potek, Chefarzt der Urologie im Asklepios Westklinikum Hamburg. Schön, dass Sie da sind. Herr Dr. Potek, für alle, die es nicht ganz genau wissen, was ist die Prostata überhaupt genau für ein Organ? Prostata ist so ein kastaniengroßes Organ zwischen Blase und Harnröhre, was beim Mann verantwortlich ist für die Produktion der Samenflüssigkeit, vom größten Teil der Samenflüssigkeit. Die wird dort produziert und auch zum Teil gespeichert. Ist das auch wahrscheinlich der Grund, weswegen Frauen keine brauchen und keine haben? So ist das, genau. Hat das Organ darüber hinaus noch weitere Aufgaben? Ja, es produziert einige Stoffe, einige Botenstoffe, einige Hormone, die für den Gesamtorganismus von Bedeutung sind, aber nicht so bedeutsam, dass man nicht auf sie verzichten könnte. Was für Erkrankungen kann es denn bei der Prostata geben? Hier wollen wir mal grundsätzlich unterscheiden die gutartigen von den bösartigen Erkrankungen. Und im Wesentlichen bleiben da drei Bereiche über. Das erste sind die Prostataentzündungen, die wir heute gar nicht so sehr betrachten wollen. Das zweite ist die gutartige Prostatavergrößerung und das dritte ist der Prostatakrebs. Wollen wir mal mit der gutartigen Vergrößerung, mit der Wucherung, Hyperplasie habe ich mir aufgeschrieben, heißt sie, hätte ich jetzt selber nicht gewusst. Wie verbreitet ist denn diese Erkrankung und was bedeutet sie auch für betroffene Männer? Die Prostata wächst, je älter man wird, unter dem Einfluss von ganz bestimmten Hormonen. Das männliche Sexualhormon, das Testosteron, spielt da eine Rolle, das beim Älterwerden in einer etwas anderen Art und Weise verstoffwechselt wird als beim jüngeren Mann. Und dadurch kommt es fast bei allen Männern zu einem Größenwachstum der Prostata. Die Prostata wird bei fast allen Männern im Laufe des Lebens größer. Nun ist die Frage, in welche Richtung sie größer wird, wenn die einfach nur nach außen wächst. Macht das gar nichts, manche Männer merken das auch gar nicht. Wenn sie nach innen wächst, dann drückt sie auf die Harnröhre. Die Harnröhre läuft durch die Prostata hindurch. Und die Harnröhre ist eben wichtig für das Entleeren des Urins aus der Blase. Wenn die Harnröhre zusammengequetscht wird durch die Prostata, dann bekommen diese Männer Probleme. Das sind pro Jahr etliche Hunderttausend in Deutschland, die da verschiedenen Behandlungsformen unterzogen werden müssen, von medikamentöser Therapie zu Operationen. Und das Entscheidende ist eben zu unterscheiden, ob sich hinter einer solchen Symptomatik, also einer verschlechternden Blasenentleerung, eine gutartige oder bösartige Erkrankung verbirgt, weil sich danach dann die Therapie zu richten hat. Wir bleiben erstmal einen Moment bei der gutartigen Wucherung. Über das Bösartige werden wir später noch sprechen. Wenn es denn hoffentlich gutartig ist, das Ganze, haben wir eben schon gehört, muss gegebenenfalls vielleicht mit Glück gar nicht therapiert werden, weil es keine Beschwerden gibt und die Männer das womöglich gar nicht mitbekommen. Aber wenn doch Beschwerden da sind, was gibt es zunächst einmal für konservative Therapieoptionen? Es gibt eine große Palette an Medikamenten. Das geht los bei pflanzlichen Medikamenten, Sägepalmenextrakt, Rosskastanienextrakt zum Beispiel, sind ganz, ganz alte Drogen, die schon vor etlichen 100 Jahren eingesetzt wurden. Das hat sich natürlich alles im Laufe der Zeit sehr stark industrialisiert. So reine Pflanzenprodukte gibt es eigentlich heute kaum noch. Ein Problem ist auch, dass also die Krankenversicherungen solche Dinge heute teilweise nicht mehr übernehmen, dass man dann eben doch zu chemisch definierten Stoffen kommen muss. Da spielen die sogenannten Alpha-Blocker heute eine ganz, ganz wichtige Rolle. Die sorgen eben dafür, dass der Muskelanteil im Prostatagewebe erweicht wird und damit die Vergrößerung, die entstanden ist, wenigstens keinen großen Druck ausübt. Die Vergrößerung zu reduzieren ist mit Medikamenten relativ schwierig. Man kann das versuchen mit ganz bestimmten Hormonblockern, das gelingt aber nicht immer. Wichtig ist nur, dass die Vergrößerung nicht zu einer Verhärtung des Gewebes führt, die dann die Harnröhre zusammendrückt. Und man kann davon ausgehen, dass jemand, der mit Symptomen in die Praxis kommt, heute in die urologische Praxis, das wird fast alles im ambulanten Bereich gemacht, dass fast alle diese Männer zunächst einmal Medikamente bekommen und dass die etwa bei 2/3 wirken. Bei einem Drittel wirken sie von vornherein nicht, da kommen dann andere Methoden zum Tragen. Wann muss zum Beispiel denn operiert werden?
Ein Muss zur Operation, also eine wirklich verpflichtende Indikation, besteht immer dann, wenn die Prostata die Blase komplett verschlossen hat, wenn also ein Wasserlassen nicht mehr möglich ist, wenn ein Harnverhalt vorliegt, das ist das Fachwort. Der Harnverhalt kann nur behandelt werden durch einen Katheter, der Urin muss ja irgendwie raus. Und um den Katheter wieder loszuwerden, muss dann eben das vergrößerte Gewebe tatsächlich weggemacht werden. Dafür ist eine Operation erforderlich. Also das ist die absolute Indikation zur Operation, da hat man praktisch keine andere Wahl. Eine relative Indikation für die Operation ist, wenn Restharn besteht. Restharn ist eine Menge Urins, die nach dem Wasserlassen in der Blase bleibt. Das kann bei verschiedenen Erkrankungen passieren, auch bei Harnröhrenengen zum Beispiel. Das kann auch passieren bei Erkrankungen des Nervensystems, wenn die Blase nicht in der Lage ist, sich richtig zu entleeren. Aber wenn die Prostata dahinter steckt, dann nennt man das relative Indikation. Das heißt, man rät dem Patienten mehr oder weniger dringend, das dann auch tatsächlich behandeln zu lassen, weil der Restharn à la longue negative Folgen hinterlässt am gesamten Harntrakt bis hin zur vollständigen Zerstörung der Nierenfunktion. Und daran stirbt man dann. Es gibt ja verschiedene Eingriffe, die Sie anwenden können. Welche Methoden haben Sie da? Heute vollständig etabliert in der Urologie sind endoskopische Eingriffe in diesem Bereich. Die allermeisten Operationen werden durch die Harnröhre gemacht, mit optischen Geräten, die man durch die Harnröhre bringt, in die Prostata bringt. Wir haben Videosysteme zur Verfügung. Wir können auch solche Bilder aus einer entsprechenden Operation zeigen. Und dann verkleinert man das Prostatadrüsengewebe entweder mit einer elektrischen Schlinge oder, das ist jetzt die ganz moderne Form, mit Hilfe von Laserenergie. Da wird das Prostatagewebe verdampft. Der Vorteil ist eben, dass man praktisch keine Blutung erzeugt. Das ist entscheidend dabei. Ansonsten gilt die Operation mit der elektrischen Schlinge. Das ist diese transuretale Resektion der Prostata, TURP, Schlingenresektion. Manche Männer sagen auch Hobelung der Prostata. Das ist so das, was die meisten Menschen wissen. Das ist und bleibt der Golden Standard, wie man so schön sagt. Wenn so ein Lasereingriff, den Sie eben schon erwähnt haben, für den individuellen Patienten wirklich der bestmögliche Therapieweg ist, wie läuft der Eingriff genau ab? Laser, da kann man sich ja alles Mögliche drunter vorstellen. Ja, das ist eine endoskopische Operation. Der Patient liegt auf einem ganz bestimmten Operationstisch. Die Beine werden hochgelegt und ausgestreckt. Der Patient hat eine Narkose. Ob er eine Vollnarkose hat oder eine Rückenmarknarkose, das ist für uns relativ egal. Das kann der Patient sich aussuchen. Es gibt Vor- und Nachteile beider Methoden, ist aber hier nicht so das Thema. Zunächst mal wichtig ist nur, dass er keinerlei Empfindungen hat und keine Schmerzen empfindet. Dann wird das Endoskop in die Harnröhre eingeführt. Und dann sieht man zunächst einmal die Prostata von innen. Man sieht meistens die Seitenlappen, wie so zwei Bäckchen nach innen, die die Harnröhre verdrängen. Man kann die Prostata dann nochmal genau ausmessen, wie lang sie ist. Dann schaut man nochmal in die Blase hinein und guckt dort, wo die Harnleiteröffnungen ankommen. Es ist ganz wichtig zu wissen, wo die sind, damit man die bei dem dann folgenden Lasereingriff nicht irritiert. Und dann wird die Laserfaser in das Gerät gesteckt. Wir arbeiten hier mit einem Laser, der 180 Watt Laserlicht emittiert, ein grundsätzlich fürs bloße Auge nicht sichtbare Licht, aber ein Pilotstrahl liegt dahinter und er zeigt dem Operateur genau, wo die Laserenergie auftrifft dann. Wie mit so einem Zielfernrohr kann man das vielleicht vergleichen. Und dann wird mit dem Fuß des Operateurs wird der Laser scharf geschaltet und dann tritt da vorne Licht aus. Das kann man sehen, man kann das erkennen. Die Faser leuchtet grün und vorne am Gerät, da tritt also ein roter Punkt aus. Und wo dieser Punkt ist, verdampft das Gewebe. Das liegt daran, dass das Laserlicht genau die gleiche Wellenlänge hat wie unser roter Blutfarbstoff und die Prostata sehr blutreich ist. Also überall dort, wo sehr viel Blut im Gewebe zirkuliert oder eingelagert ist, da wird diese Energie vollständig aufgenommen und das Gewebe wird auf einem ganz kleinen Punkt extrem heiß, sodass es völlig verdampft, es ist weg, es gibt es nicht mehr. Und die Aufgabe des Operateurs ist dann eben, die Prostata Stück für Stück auszuhöhlen und das vergrößerte Drüsengewebe, was dieser Mann ja nicht mehr braucht, wegzubrennen, wenn man so will, wegzudampfen. Also man nennt das eine vaporisierende Operation. Das Gewebe verdampft also richtig. Am Ende der Operation ist also die Prostatakapsel leer und dort wird dann ein Katheter eingeführt, damit der Mann nicht sofort Wasser lassen muss. Das wäre unangenehm. Das ist ja auch die Laserwunde, ist eine Wunde.
Und es ist zumindest zur Zeit noch etabliert, dass man für mindestens eine Nacht einen Katheter in die Prostata einführt. Es gibt bereits Kliniken, die versuchen, darauf zu verzichten. Das gelingt aber nicht immer. Ich bin ein bisschen vorsichtig. Ja, lieber Sicherheit da walten lassen. Und der richtige Zeitpunkt, diesen Katheter wieder rauszumachen, ist, wenn kein Blut mehr aus der Blase kommt. Am Anfang ist der Urin manchmal so ein bisschen so leicht rötlich, wie Himbeersirup. Und nach 24 Stunden ist es meistens weg. Dann kann man den Katheter rausziehen und dann kann man auch wieder Wasser lassen und vor allem neu Wasser lassen, ohne das bedrängende Drüsengewebe dort zu haben. Gibt es eigentlich unterschiedliche Lasergeräte? Ja, das gibt es. Es gibt eine ganze Menge unterschiedlicher Lasergeräte, die im Wesentlichen definiert werden durch die Farbe des Lichtes und durch die Intensität der Laserenergie. Und das muss man eben richtig kombinieren. Unterschiedliche Farben brauchen unterschiedliche Energie. Das Therapieziel der gutartigen Prostatavergrößerung liegt demnach darin, dass Sie mit egal welcher Methode von denen, die Sie eben aufgezählt haben, es wirklich ein normales Wasserlassen wieder ermöglichen können, dass keine Beschwerden da sind. Kann man das so sagen? Keine Beschwerden beim Wasserlassen, dass kein erhöhter Druck aufgebaut werden muss und dass vor allem die Blase vollständig entleert werden kann, dass kein Resthahn nach dem Wasserlassen verbleibt. Wir haben eben schon angesprochen, dass wir natürlich auch über das Prostatakarzinom, also die bösartige Form dieser Beschwerde sozusagen, sprechen wollen. Wie verbreitet ist Krebs bei der Prostata? Das Prostatakarzinom ist sehr häufig. Bei alten Männern, wenn man also über 80-Jährige sich anschaut, haben fast alle ein Prostatakarzinom. Es gab einen berühmten Professor in Deutschland, Professor Hacketal, der vor 40 Jahren schon gesagt hat, es gibt einen Haustierkrebs und einen Raubtierkrebs. Das muss man unterscheiden. Wenn ein 80-jähriger Mann ein Prostatakarzinom bekommt oder wenn es entdeckt wird, dann bedroht das in aller Regel nicht sein Leben. Wichtig ist, die Männer herauszufischen, die früh in ihrem Leben Prostatakarzinom bekommen, weil denen tatsächlich auch Lebenszeit abgenommen wird durch diese Erkrankung. Da ist also Früherkennung ganz wichtig. Wir gehen heute davon aus, dass ein neu entdecktes Prostatakarzinom dem Mann etwa 10 Jahre Zeit lässt. Und dementsprechend gilt der Appell eben an die Jüngeren, sich so früh untersuchen zu lassen, dass die 10 Jahre dann eben nicht zu früh ablaufen. Das heißt, untersuchen lassen ist auch möglich, wenn noch keine Beschwerden da sind. Gibt es da regelmäßige Angebote, die man nutzen kann, in Form von Prophylaxe auch? Das ist das Tückische am Prostatakarzinom ist, dass es zumindest in der Frühphase keinerlei Symptome macht. Der Mann geht gesund zu Früherkennungsuntersuchungen und kommt mit Krebs nach Hause. Das ist das Tragische daran. Und diese Früherkennungsuntersuchungen, die gliedern sich heute im Wesentlichen in 3 Teile. Das erste und älteste ist die Untersuchung mit dem Finger. Der Urologe tastet die Prostata ab durch den Enddarm. Das zweite ist eine Ultraschalluntersuchung, bei der man die Prostatagröße vermessen kann, auch die Struktur erkennen kann. Und das dritte ist ein Test, den man aus dem Blut gewinnt, der sogenannte PSA-Test, bei dem ein bestimmter Eiweißkörper, der von Prostatazellen produziert wird, eben messen kann im Blut und daraus dann ein Risiko errechnen kann, ob der Patient ein Prostatakarzinom hat oder ob er eins bekommt. PSA-Test positiv heißt nicht Prostatakarzinom, sondern das heißt, das Risiko ist erhöht. Das wird häufig missverstanden. Genau die Frage hätte ich Ihnen jetzt auch gestellt. Wenn Sie denn ein Prostatakarzinom früh erkennen, hoffentlich, es gibt ja einige diagnostische Möglichkeiten, Früherkennungsmöglichkeiten, die Sie gerade aufgezählt haben, wie stehen dann die Chancen? So frage ich es einfach mal. Das Ziel ist, das Prostatakarzinom so frühzeitig zu entdecken, dass man auch die allerletzte Tumorzelle rausbekommt aus dem Wirtskörper, wenn man so will. Dass es das Leben eben nicht bedroht. Das ist ein Ziel. Das zweite Ziel ist, dass die Kontinenz erhalten bleibt. Das dritte Ziel ist, dass die Potenz erhalten bleibt, wenn es denn möglich ist. Das sind diese 3 Ziele, die über allem stehen heutzutage. Und die kann man natürlich nur erreichen, wenn man so früh wie möglich die Erkrankung auch entdeckt und dann eben effektiv behandelt. Wie sieht die Behandlung dann aus? Die Behandlung kann gehen von einem kontrollierten Zuwarten, dass man also Blutwerte im Laufe der Zeit immer wieder überprüft und schaut, ob sie denn in die Höhe gehen. Dass man Biopsien macht, also Proben aus der Prostata nimmt und den Pathologen,
Das sind unsere Gewährsleute für Gutartigkeit oder Bösartigkeit und auch den Grad der Bösartigkeit. Den Pathologen eben bittet, eine Einschätzung zu machen über die Krebszellen, wie gefährlich die sind. Das kann man auch im Zeitverlauf wiederholen. Das ist also eine wenig invasive Therapie. Mhm. Der zweite große Block therapeutischer Formen sind Bestrahlungen, entweder durch die Haut oder als sogenanntes als Brachytherapie einbringen von kleinen strahlenden Körperchen in die Prostata hinein. Und der dritte große Block sind die Operationen an der Prostata, die radikalen Operationen. Konventionell macht man das mit einem inzwischen sehr kleinen Schnitt am Unterbauch und in letzter Zeit zunehmend im wissenschaftlichen Kontext betrachtet werden die sogenannten Schlüssellochoperationen, laparoskopisch oder mit dem Roboter sogar. Sie haben eben als eines der drei großen Ziele bei der Therapie des Prostatakarzinoms erwähnt, dass die Inkontinenz vermieden werden sollte. Wenn das denn doch mal als doofe Folge auftritt, was ja durchaus regelmäßig mal passiert, was können Sie tun gegen Harninkontinenz? Wenn nach einer Prostataoperation Inkontinenz auftritt, werden zunächst einmal physikalische Übungen gemacht, krankengymnastische Übungsbehandlungen werden gemacht im Rahmen von Anschlussheilbehandlungen, Reha und so weiter. Da ist der Patient selbst gefragt, seinen Beckenboden und die Schließmuskulatur so weit zu trainieren, dass er die normale Funktion wieder erreicht. Wenn nach etwa einem Jahr immer noch eine Inkontinenz besteht, ist das allerdings ein Endzustand. Nach einem Jahr ändert sich nichts mehr. Mhm. Und dann muss man die Frage stellen, ob und wenn ja, mit welcher Operation man die Inkontinenz wieder, die Kontinenz wiederherstellt. Wir behaupten, wir können jeden Mann wieder kontinent machen, muss nur die richtige Operationsform heraussuchen. Und dazu gibt es einige Untersuchungen. Eine endoskopische Untersuchung, eine Ultraschalluntersuchung, eine körperliche Untersuchung, mit der wir herausbekommen, welcher Teil des Kontinenzmechanismus genau nicht mehr funktioniert und den dann dementsprechend ersetzen. Das kann gehen von einer Bandoperation, mit der man die Harnröhre wieder in den Körper zurückhebt, bis zur Implantation eines künstlichen Schließmuskels. Mhm. Herr Dr. Potek, zum Schluss würde ich Ihnen gerne noch einen kleinen Appell an unsere Zuschauer entlocken, was die Vorsorgemöglichkeiten, die Prophylaxemöglichkeiten angeht. Wir haben es eigentlich schon angesprochen, aber vielleicht nochmal ganz deutlich, wer ab wann sollte sich wo zur Prophylaxe anmelden, weil es ja wirklich im Zweifel sehr, sehr viel bringen kann. Ja, wichtig ist das Wort Früherkennung in dem Kontext. Viele Menschen kommen und sagen, sie möchten gerne eine Vorsorgeuntersuchung machen und dann sage ich immer, vorsorgen kann man eigentlich gar nicht. Mhm. Man kann nicht verhindern, dass man eine solche Erkrankung bekommt. Wenn wir jetzt über den Prostatakrebs sprechen, da man nicht verhindern kann, also da es keine echten prophylaktischen Maßnahmen gibt, wie es sie zum Beispiel gibt beim Bronchialkarzinom. Ja, nicht rauchen macht kein Bronchialkarzinom. Das ist Prophylaxe. Oder nicht dick werden macht kein Diabetes, wenn man Glück hat. Auch das ist Prophylaxe. Das gibt es beim Prostatakarzinom überhaupt nicht. Und deshalb richten sich die Untersuchungen auf die Früherkennung. Mhm. Wir sagen heute, dass Männer ab Mitte der 40er Jahre, sagen wir am 45. Lebensjahr, ihre erste Früherkennungsuntersuchung machen lassen sollten. In Amerika geht man so weit, zu sagen, jeder Mann sollte seinen PSA-Wert kennen. Das sieht man hier in Deutschland alles ein bisschen kritischer. So hart würde ich es auch nicht sehen. Aber wer ein Interesse daran hat, Früherkennung zu betreiben, sollte das ab Mitte 40 tun. Und die Männer, deren Vater oder Onkel ein Prostatakarzinom gehabt haben, sogar früher, die können schon Mitte 30 zur ersten Untersuchung kommen. Die gesetzliche Früherkennungsuntersuchung, die die Krankenkassen bezahlen, die fängt mit 45 an. Wer das früher haben möchte, muss es selber bezahlen, aber das sind keine Summen, die da verlangt werden, die nicht erschwinglich werden. Super. Viele wertvolle Tipps am Schluss. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese und auch für Ihren Besuch. Dankeschön. Hoffentlich sind Sie jetzt besser informiert schon mal als vorher, liebe Zuschauer. Wenn Sie es doch noch etwas genauer wissen wollen, dann melden Sie sich einfach, wie gesagt, hier im Asklepios Westklinikum Hamburg in Rissen bei der Abteilung von Herrn Dr. Potek und da hilft man Ihnen sicherlich auf jedem Gebiet gerne weiter. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und sage, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.